Marinette. Ein ganz normales Mädchen mit einem ganz normalen Leben. Aber es gibt etwas, das niemand über mich weiß. Ich habe nämlich ein Geheimnis. Ich bin Ladybug, bringe dir Glück und glaube fest, dass es gelingt. Bin Ladybug, es ist verrückt, wie weit das die Kraft des Guten bringt. Ladybug! Ganz wie du meinst, Milady, du bist die Superheldin, die die Akumas einfängt. Ich bin nur der witzige und charmante Cat Noir. Richtig. Du hast es leicht. Was leicht? Nur weil ich es so aussehen lasse. Ich weiß, du hältst dich für witzig, aber wegen deines Streiches hätte mein Glücksbringer fast nicht funktioniert. Weißt du, wieso du das Marienkäfer Miraculous bekommen hast und nicht ich? Weil Meister Fu jemanden mit Verantwortungsbewusstsein brauchte? Nein, weil du überhaupt keinen Sinn für Humor hast. Wie auch immer. Hey, das macht doch nichts. Du hast andere gute Eigenschaften. Um den Spaß bei der Sache kümmere ich mich. Huh? Los, geh, bevor du dein Clownskostüm verlierst. Ich vermisse dich jetzt schon, Pünktchen. Nenn mich nicht. Siehst du? Oh. Ich hatte recht. Willst du immer noch Model werden? Ja, aber mich wird niemals jemand nehmen. Hast du Marinette bereits von deiner Idee erzählt? Ich will sie damit nicht belästigen. Du bist wunderschön, Jill. Marinette hätte dich bestimmt gern als ihr Model. Du musst deine Lebensträume verfolgen, sonst wirst du es bereuen. Du bist dafür geboren. Zieh es durch. Da Madame Mendeleev heute nicht da ist, haben wir eine Stunde früher Schluss. Was machen wir jetzt? Nutzen wir die Zeit und machen das Video für Marinettes Website, die in Arbeit ist. Oh ja, legen wir los! Ihr solltet euch doch überlegen, wer von euch Model für Marinettes Entwürfe sein will. Wie sieht's aus? Ich würde gern modeln. Julika? Ich habe noch nie zuvor dein ganzes Gesicht gesehen. Er steht dir sehr gut. Oh, das ist nur eine Haarschwange. Ich hab sie. Wir haben unser Model! Ja! Hey, wir brauchen einen Produktionsleiter. Jemanden, der sich mit Fotoshootings auskennt. Denk nicht mal dran, wenn er in meinem Haus ist, in meinem Zimmer, dann kriege ich nichts mehr auf die Reihe. Aber natürlich, du bist dann in deinem Element. Das ist die perfekte Chance, um euch näher zu kommen. Nein, ich... Ah ja, nein! Oh. Würdest du uns bei einem Fotoshooting helfen? Würde ich gern, Alja. Aber ich muss nach Hause, sonst wird mein Vater... Ich weiß, aber da du eigentlich noch in Madame Mendeleevs Unterricht müsstest und der heute ausfällt, hast du noch eine Stunde Zeit, bevor du nach Hause musst. Deinem Vater wird es nicht auffallen. Da ist was dran, Kumpel. Gut, okay. Chance, ihn ins Kino einzuladen. Alix, könntest du Julikas Schultern bitte mehr beleuchten? Sie soll hervorstechen. Ist das so gut für dich, Marinette? Sicher, du bist perfekt. Ich meine, es ist perfekt. Der da, der passt zu dem Outfit sehr gut. Das finde ich auch, Adrian. Wie wär's mit einem Lächeln für die Kamera, Julika? Ich glaube, das ist auch keine gute Idee, Leute. Stimmt etwas nicht? Och, ich fand es toll, dass du mein Model sein wolltest. Aber ich merke, dass du dich dabei überhaupt nicht wohlfühlst. Ihr müsst euch schnell entscheiden. Adrian muss in knapp einer Stunde gehen. Schon gut, vielleicht machen wir es an einem anderen Tag, wenn mein Vater mich lässt. Wär's dir lieber, wenn jemand für dich einspringt? Weißt du was? Ich mache es einfach selber. Es sind meine Entwürfe. Und natürlich! Klasse Idee, Marina! Das Coolste an deinen Entwürfen ist, dass sie sowohl zu Jungs als auch zu Mädchen passen. Ein Junge, ein Mädchen, das gleiche Outfit. Und Adrian, bist du dabei? Wenn es hilft. Klasse, das wird der Hammer. Gib das Outfit, Herr Julika. Marinette, hol Adrian ein Outfit. Hier sind deine Accessoires, entworfen von der einzigartigen Marinette Dupin-Cheng. Deine Chance, ihn um ein Date zu bitten. Gern geschehen. Doch nicht für lange, Tiki. Außerdem passt du so lange auf sie auf. Das ist ja wohl ein Scherz. Ist ja nicht für lange, Black. Außerdem bist du in der Nähe. Wow! Ihr seht umwerfend aus. Absolut perfekt. Wir können anfangen.
Geht's dir gut, Marinette? Ja, er ist so heiß. Ich meine, mir ist total heiß hier drin, euch nicht? Okay, Planänderung. Wir drehen das Video draußen. Ja! Das wird klasse. Alles klar, legen wir los. Neue Umgebung. Draußen kann man viel besser atmen. Du schaffst das. Was ist denn los, Jellica? Ich möchte nicht mitgehen. Was? Wieso nicht? Einfach so. Ich bleib bei dir. Nein, ist schon in Ordnung. Geh ruhig. Ich bin nur müde und muss lernen und... Bist du sicher? Mädels, wir haben nur noch 30 Minuten. Na gut, dann fühl dich wie zu Hause. Okay, bis gleich. Ich bin so ein Idiot. Ich hab alles ruiniert. Wie immer. Mal wieder bekommt eine junge Seele nicht die Aufmerksamkeit, die sie sich wünscht. Natalie, Majora muss dieser negativen Emotion eine neue Dimension verleihen. Du Su, verwandle mich! Flieg los, mein kleiner Akuma, und verwandle sie! Flieg los, hübscher Amok! Erwecke diese Frustration zum Leben! Eiffelturm, bitte. Danke, dass du uns fährst. Wir haben noch etwas Zeit, bevor die Schule offiziell vorbei ist. Da möchte ich meinen Freunden helfen. Bitte! Reflektor, ich bin Hawkmoth. Ich verleihe dir wieder die Macht, jeden wie dich aussehen lassen zu können, damit dich endlich alle beachten. Reflektor, ich bin Majora. Zur Unterstützung bekommst du von mir Reflektor. Diese Puppe steht voll und ganz unter deiner Kontrolle. Und als Gegenleistung dafür bringst du uns Ladybugs und Cat Noirs Miraculous. Hawkmoth, Majora, verlasst euch auf mich. Dieses Mal werde ich es schaffen. Geht ihr vor? Freunde, immerhin seid ihr genau die Menschen, zu denen ich wollte. Ich habe etwas Besonderes für euer Video. Ich zeige euch, wie es sich anfühlt, ich zu sein. Tut mir leid, Jellica. Ich hätte bei dir bleiben sollen. Jellica gibt's nicht mehr. Ich bin Reflektor. Jellica wird sowieso immer von allen vergessen. Tiki, verwandle mich! Tiki, oh nein! Plek, verwandle mich! Plek? Das ist unser Glückstag, Zuckerschnute. Es ist ein wahres Wunder. Jetzt können wir einen gut gereiften Snack genießen, während die da draußen ihr kleines Filmchen drehen. Steig ins Auto. Was ist mit dir? Marinette, du hast mir die Schau gestohlen. Ich darf dir der Star des Films sein. Aber du hast mir gesagt, du willst das nicht sein. Du hast es mich nicht erklären lassen. Da du jetzt in meiner Haut steckst, verstehst du mich vielleicht besser. Mir entkommt niemand!
Erst müssen wir ihre Miraculous finden. Ohne Ladybug und Captain Noir ist Paris verloren. Hab ich! Bleib ganz ruhig, Zuckerschnute. Es kommt alles in Ordnung. Meine beste Freundin, komm zu mir. Wir werden für immer die Zwillingsschwestern sein. Da bist du. Cat Noir! Cat Noir! Cat Noir! Fleck? Oh, du bist nicht... Was machst du hier? Hat Cat Noir sein Miraculous verloren? Weißt du, wo Tiki ist? Das ist eine lange Geschichte, Marinette. Egal, wir haben keine Zeit. Fleck, verwandle mich! Ja! Fleck! Fleck! Und das da hinten ist Ladybug? Es gab ein bisschen Chaos bei dem Miraculous. Ich bin Tiki, freut mich, dich kennenzulernen. Oh. Na dann, Tiki, verwandle mich! Milady Noir, wie es aussieht, übernimmst du heute den einfachen Part. Da bin ich mir nicht so sicher. Wir müssen mit vertauschten Kräften zwei Gegner besiegen. Konzentrier dich, Mr. Bug. Benutz dein Jojo als Schutzschild. Sie haben ihre Miraculous getauscht. Und noch Schwierigkeiten mit ihren neuen Kräften. Macht das Beste daraus, Reflektor. Ihre Miraculous sind zum Greifen nah. Ja, Hopmoth. Hab ich ein Glück. Ich darf zwei Akumas einfangen, anstatt nur einen. Nein, ein Akuma und ein Amok. Reflektor ist wieder das Werk von Hopmoth. Aber diese riesige Puppe ist ein Senti-Monster, das von Majora erschaffen wurde. Okay, der akumatisierte Gegenstand und der Amok befinden sich also in dem Monster. Kriegst du das hin oder sollen wir tauschen? Also mal ehrlich, natürlich kriege ich das hin. Ich brauche nur mein Glück. Nein, warte. Warum hast du das getan? Weil es zu früh ist. Du weißt noch nicht genug über deinen Gegner. Pass auf! Ah! Das ist Reflektor, die eine Puppe steuert. Aber du weißt nicht, wo sich der Akuma und der Amok verstecken. Der Akuma ist wahrscheinlich da, wo er auch bei ihrer ersten Verwandlung war. In ihrem Armband. Vielleicht. Wir überprüfen das. Wenn ich als Spiegel klingen würde, könnte ich ihren Strahl reflektieren und sie selbst damit treffen. So funktioniert das nicht. Der Glücksbringer gibt dir nicht das, was du willst. Das werden wir ja sehen. Ich zeige es dir. Glücksbringer! Ein Spiegel. Anfängerglück. Du bist doch nur neidisch, weil ich das so gut kann. Sehr effektiv, Mr. Bug. Aber ich dachte... Der Glücksbringer gibt dir keinen Gegenstand, mit dem du den Superschurken direkt besiegst. Du musst rausfinden, wie du ihn genau einsetzen musst, um zu gewinnen. Streng deinen Kopf an. Da du deinen Glücksbringer gerufen hast, hast du nur noch ein paar Minuten, bevor du dich zurückverwandelst, Pünktchenboy. Hilf mir doch lieber, anstatt dich über mich lustig zu machen. Anscheinend hat Pünktchenboy keinen Sinn für Humor. Dafür trägst du jetzt wohl das Clownskostüm. Und auf. Ich bin die schlaue, witzige und charmante Lady Noir. Sieh zu und lerne. Kataklysmus! Ugh.
keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Senti-Monster zerstört. Den Kataklysmus anzuwenden war wie in ein Wespennest zu stechen. Du hast sie nur wütender gemacht, sonst nichts. Uns bleibt nicht viel Zeit, bis wir uns zurückverwandeln. Wir wissen noch nicht, wo der Amok ist. Nein, bitte, hör auf! Kettenohrmädchen, Käferjunge, helf mir! Und, spielst du gern mit Puppen? Hey, das ist mein Text! Hol ich den Amok zurück? Nein, auf keinen Fall. Chaos kann ein guter Verbündeter sein. Diese Kostüme sehen lächerlich an euch aus. Ich verpasse euch eine andere Garderobe. Ich hatte etwas Dankbarkeit erwartet. Ich finde, diese Kostüme sehen klasse an uns aus. Vergiss nicht, den Akuma einzufangen. Darauf warte ich schon lange. Genug gespielt, kleiner Akuma. Gleich musst du nicht mehr böse sein. Hab dich. Tschüss, kleiner Schmetterling. Ach, was soll's. Es wird gleich alles wieder rückgängig gemacht. Mira! Oh, wir sollten Reflektor erstmal davon abhalten, weiter Sachen kaputt zu machen, bevor wir alles reparieren. Okay, ich geb's zu. Es ist echt nicht leicht, Ladybug zu sein. Und ich gebe zu, dass ich gern dein Kostüm trage. Es liegt nicht so schwer auf den Schultern. Ohne dich würde ich das niemals schaffen, Milady. Reflektor hat die Puppe vom Auge aus gesteuert. Wir müssen da rein und den Gegenstand finden, in dem sich der Amok versteckt. Aber der Strahl, wie schaffen wir es nicht, getroffen zu werden? Überlegen wir, wie wir den Spiegel einsetzen. Du bist ein sehr einfach gestrickter Junge. Vielen Dank für das Kompliment. Meine Pläne sind am Ende meistens ziemlich kompliziert. Oder auch irrsinnig. Natürlich, einfach und unkompliziert. Oh. Siehst du diese Schraube am Hinterkopf? Durch die gelangen wir hinein. Dafür brauchen wir nur... einen Schraubenzieher. Oder eine Münze. Ganz genau. Oder etwas, das so groß und rund ist wie eine Münze. Hätte ich mir doch nur eine große Münze gewünscht. Tja, man weiß vorher nicht, was man braucht. Das Steuerrad ist eine Haarklammer. Du bist die Beste, Milady. Gleich musst du nicht mehr böse sein. Hab dich. Tschüss, kleine Feder. Miraculous Mr. Bug. Gut gemacht. Wir haben schon wieder versagt. Aber wir sind jetzt zu zweit. Wir sind viel stärker und wir werden am Ende siegen. Dusu, verwandle mich zurück. Noho, verwandle mich zurück. Bestens. Sie ist nur erschöpft. Nathalie braucht jetzt eine Pause. Dusu, gönn ihr Ruhe. Ja, natürlich. Entschuldigung. Jetzt verstehe ich, wieso du nie Zeit hast, Scherze zu machen, Milady. Wir haben beide unsere Rollen, stimmt's, Pünktchenboy? Verwandle mich zurück. Hat mich gefreut, Tiki. Wiedersehen, Adria. Verwandle mich zurück. Auf Wiedersehen, Plek. Es war wirklich toll. Na klar doch. Es gibt nichts Besseres, um der Langeweile des Lebens zu entkommen. Verlass dich drauf, Plek. Ich lege mein Miraculous nie wieder ab. Ich bin nicht dafür geschaffen, Ladybug zu sein. Ich hatte Angst, ich hätte dich für immer verloren, Tiki.
Ich bin so froh, dich wieder zu haben. Leute! Marinette, geht es dir gut? Es tut mir so leid, Julika. Ich hätte merken müssen, wie wichtig dir dieses Shooting ist. Willst du es nochmal versuchen? Ja, klar doch. Oh, cool. Hast du noch ein bisschen Zeit, Adrian? Es ist wichtig.